Alraune. Die Alraune, Mantragora officinarum, gehört zu den ältesten Heilpflanzen. Schon vor über 4000 Jahren wurden sie von den Ägyptern als Schlaf- und Schmerzmittel verwendet. Der Besitz einer Alraune soll dem Besitzer Glück, Reichtum und Gesundheit garantieren. Es diente im Mittelalter als Hilfsmittel beim Orakel. In der Antike war die Alraune begehrt als lustförderndes Mittel, wurde aber auch angewendet als Betäubungsmittel. Wie in anderen Nachtschattengewächsen auch, so sind auch in der Alraune Alkaloide enthalten, die halluzinogen wirken. Bei zu hoher Dosierung kann auch der Tod eintreten. Geschichtliches und Sagen um die Alraune. Die Alraune war früher die bekannteste aller Zauberpflanzen, da die Gestalt der Wurzel an die Gestalt des Menschen erinnert. Man glaubte, die Alraune verhelfe seinem Besitzer zu Geld und Ehre, heile Krankheiten, galt als potenzsteigerndes Mittel und half Frauen bei der Geburt. Hildegard V. Bingen beschreibt die Alraune als magisch und erotisch stimulierend. Früher glaubte man, dass ein Mann, der von einer Frau am St. Agnesabend, am 20.1, eine Alraunwurzel geschenkt bekam, sich in sie verlieben würde. Da stehen sie umher und staunen. Vertrauen nicht dem hohen Pfund. Der eine faselt von Alraunen. Der andere von dem schwarzen Hund. Aus Goethes Faust. Die klügsten Waldgeister sind die Alraunchen. Langbärtige Männchen mit kurzen Beinen. Ein fingerlanges Greisengeschlecht. Woher sie stammen, man weiß es nicht recht. Heinrich Heine. Um die optimale, beste, wirksamste Alraunwurzel zu bekommen, wurde empfohlen, diese in der Nacht zum 24. Juni, dem Johannistag, im Beisein eines schwarzen Hundes, auszugraben. Der Hund deswegen, weil die Wurzel angeblich beim Herausziehen einen Schrei ausstößt, der jeden zum Wahnsinn treibt, der ihn hört. Deswegen sollte man das Herausziehen besser vom Hund erledigen lassen. Man selbst sollte sich die Ohren gut zuhalten bzw. verschließen. Alraune verwendete man früher für Liebestränke. Die Alraune trägt auch den Namen Kirke, genannt nach der griechischen Zauberin Kerke. Diese Kerke machte laut Sage die Männer willig, indem sie mit der Alraune so allerlei Zauberei veranstaltete,